Fußball spielen oder trainieren, wenn es draußen schon dunkel ist, das ist für viele Vereine in den unteren Spielklassen wie Kreis- oder Bezirksligen ein schon lange gehegter Traum. Für den VfL Wildenfels hat sich dieser Traum jetzt erfüllt. Nach mehreren Jahren Planung und Vorbereitung hat der Platz eine moderne Flutlichtanlage erhalten. Wildenfels, das ist mehr als nur das bekannte Schloss. In der Kleinstadt im Landkreis Zwickau gibt es eine ganze Menge aktiver Menschen, die sich in verschiedenen Vereinen engagieren. Dazu gehört auch der VfL Wildenfels, ein Sportverein mit mehreren Sparten. Auf dem Fußballplatz des Vereins wurde in der letzten Woche ausgelassen gefeiert, auch mit Gästen aus den umliegenden Orten. Wir haben jetzt nach 5 Jahren Planung, Vorbereitung und alles unsere lang ersehnte Flutlichtanlage auf dem Großfeld fertig bekommen. Die Trainingsbedingungen im Vorfeld waren überhaupt nicht mehr gut und nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt können wir damit ordentlich aufwarten, dass wir jetzt ordentliche Trainingsbedingungen haben und das eine sehr moderne Anlage. Also insgesamt sind wir bei Baukosten bei knapp 100.000 Euro. Das ist relativ viel. Haben sich eben in Corona-Zeiten sehr stark erhöht. Aber wir haben gute Partner mit dem Freistaat Sachsen, mit der Stadtverwaltung Wildenfels. Selber Eigenkapital noch mit zugeschossen. Und ja, das war es uns wert einfach für unsere Zukunft vom Verein. Das ist ganz, ganz wichtig. Da braucht man nur die erste Fußballmännermannschaft herzunehmen, die in der Kreisklasse spielt. Das sind alles Hobbyfußballer, die natürlich einem ganz normalen Beruf nachgehen. Die Trainingszeiten liegen Dienstag und Donnerstag 18.30 Uhr bis 20 Uhr. Im Sommer kein Problem, doch spätestens Ende September, Anfang Oktober wird es kritisch mit dem Licht. Doch Frank Kramer hat es bereits erwähnt, so eine Flutlichtanlage ist nicht ganz billig. Da braucht es Fördermittel aus verschiedenen Quellen. Und bei der Beschaffung von Fördermitteln, vor allem aus Landestöpfen, ist eine Frau besonders aktiv. Ich habe ja schon länger eine Verbindung zum VfL Wildenfels. Wir haben voriges Jahr hier die sanitären Anlagen übergeben können, hier im Sportlerheim. So. Und jetzt ist es uns gelungen, dass wir eben die Flutlichtanlage etablieren können mit der Förderung des Freistaats. Ja, wie die Zeit vergeht. Es war schon im Juli 22, als der Umbau des alten Vereinsheimes zum Sportzentrum abgeschlossen werden konnte. Damit haben sich die Bedingungen für die Sportler wesentlich verbessert, auch im Hinblick auf die Jugendarbeit, die beim VfL Wildenfels ein fester Bestandteil ist. Ja, wir haben mehrere Jugendmannschaften, auch im Partnerspielbetrieb mit Silberstraße zusammen. Und trainiert wird hier eigentlich an 4 Tagen die Woche. Und das ist schon recht häufig dann. Und die Trainingszeiten können halt jetzt auch hinten ausgeschoben werden und sind halt im Herbst und im Frühjahr jetzt nicht mehr so gebunden wegen der Helligkeit. Die Verbesserung der Bedingungen für die Vereine, das liegt auch immer auf dem Tisch des Bürgermeisters, ist es doch städtischer Grund und Boden. Aber Tino Kögler weiß, dass die Hauptarbeit vor allem im organisatorischen Bereich beim Verein selbst liegt. Und so klingt er recht bescheiden, auch wenn es für ihn ein gutes Gefühl ist, dass dieses Projekt gestemmt werden konnte. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Wir müssen aber auch sagen, dass wir als Stadt da sehr wenig dran beteiligt waren. Das ist wirklich dem VfL Wildenfels und seinen Leuten zuzurechnen. Das können die sich ganz selber an die Fahne heften. Ja, wir haben aber Euro dazu getan, um letztendlich erst einmal die Möglichkeit zu schaffen, Fördermittel zu beantragen. Und ich denke einfach, das ist unheimlich wichtig vom Verein, dass man so eine Flutlichtanlage jetzt auf dem modernen Stand vor allen Dingen hat. Man hat LED-Lampen drin und es muss nicht immer gleich alles angemacht werden. Es kann partiell abgeschalten und zugeschalten werden. Und ich denke, damit ist auch gewährleistet, dass in den finsteren Monaten auch trainiert werden kann und dass es immer wieder sukzessive mit dem Fußball hier vorangeht. Das war auch der Haupttenor der Veranstaltung im Festzelt. Bis es richtig dunkel wurde, waren Sponsoren, die Baufirmen, aber auch die vielen Helfer zur Danksagung eingeladen. Ist es doch wie bei vielen kleinen Vereinen nicht der professionelle Sport mit hochdotierten Vorständen, sondern es sind die ehrenamtlichen Helfer in den verschiedensten Positionen, ohne die ein solcher Verein gar nicht laufen würde. Und dass das nicht nur einige sind, das ist auch in der Politik bekannt. Ja, viele, viele. Also nicht nur der Vorstand, da muss man natürlich auch so, ohne Vorstand geht natürlich nichts, aber die vielen Übungsleiter, die Trainer, und das machen die alle im Ehrenamt. Und da muss ich sagen, aller Ehren wert und vielen Dank dafür. Dieser Dank ist angekommen, das merkte man auch an der Stimmung im Festzelt. Aber es ist nun mal Sommer, da dauert es etwas, bis es dunkel wird. Doch so langsam wurde es dann doch. Der Schalter war schon aufgebaut, der Countdown konnte beginnen. 3, 2, 1,
Und dann, es wurde Licht. Ist eben gar nicht so einfach, eine so moderne Anlage, bei der die Lampen in Gruppen geschaltet werden können, zu bedienen. Doch dann war es vollbracht. Applaus vom Publikum. So haben die Elfmeterschützen den Ball zu dieser Tageszeit in Wildenfels wohl noch nie gesehen. Und während die einen sich ein Bierchen vom Fass schmecken ließen, nutzten andere die neuen Bedingungen gleich zum Fußballspiel. Durch die moderne LED-Technik war es hier möglich, mit relativ bescheidenen Mitteln einen gleichmäßig ausgeleuchteten Platz zu schaffen. Sehr zur Freude der Gäste, aber vor allem als Unterstützung der Spieler, deren Trainingszeiten im Herbst und Frühjahr jetzt wesentlich einfacher zu planen sind.